Bike-Freunde. Auf der Schwäbischen Alb ist es immer einen Kittel kälter. Deswegen habe ich heute mal eine Tour geplant mit vielen Höhenmeter. Das gibt nämlich warm. Es ist eine Rundtour im Naturpark Obere Donau, aber diesmal fahre ich nicht nur einen Kreis, sondern gleich zwei, nämlich einen Achter. Ich möchte mir heute mal einen Nebenfluss von der Donau anschauen, die Bära. Und deswegen heißt die Tour der Bära-Achter. Die Tour beginnt in Großheim mit einem zwar kurzen, aber heftigen Anstieg. Dann läuft es sanft bergab, bis die untere Bära auf die obere Bära trifft und dann gemeinsam als Bära weiter in Richtung Donau fließen, bis nach Friedingen. Hey, Biathlon mit dem Mountainbike statt auf Skiern, das wäre doch auch mal eine ganz coole Alternative. Hier bei Egesheim treffen wir auf die untere Bära und wenig später fließt dann die untere Bära mit der oberen Bära zusammen. Die Lokation hier für einen Imbiss, die überspringen wir jetzt mal. Wir haben ja erst 20 Kilometer gekurbelt. Bis auf den ersten gemeinen Anstieg ging es ja jetzt die 30 Kilometer praktisch nur bergab. Hier in Friedingen ist die Bära am Ziel und wir folgen jetzt der Donau flussaufwärts Richtung Mülheim. Hier an einem Altarm der Donau ist ein Infostand über Biber aufgebaut.
Ich habe hier mal zu Demonstrationszwecken einen mitgebracht. Nun an geht's bergauf. Immer am Lippach entlang kurbeln wir die nächsten 10 Kilometer 400 Höhenmeter weg. Die Lippachmühle lassen wir links liegen und kurbeln weiter hoch bis nach Königsheim. Ab hier geht's jetzt mal so richtig zügig bergab bis runter zur Bära. Und der folgen wir dann so etwa 10 Kilometer leicht bergauf, immer an der Bära entlang, parallel zur Landstraße bis nach Thieringen. Hier in Thieringen entspringt die Bära, die ja in die Donau fließt. Ein paar hundert Meter weiter entspringt die Schlichem, die ja ihrerseits in Epfendorf in den Neckar fließt. Der Schlichem folgen wir jetzt nun 10 Kilometer bis nach Ratshausen. Da können wir Kräfte sammeln, weil es immer schön bergab geht. Ab Ratshausen müssen wir dann die letzten 10 Kilometer wieder zurück und hoch nach Gosheim. Das sind dann nochmal 350 Höhenmeter. Und damit sind wir wieder am Anfang oder am Ende unserer Tour. Bis zum nächsten Mal. Keep biking!